Wir sprechen hier von einem Strohballenbrand in etwa 100 Meter Länge und gute 30 Meter Breite. Das Feuer ist unter Kontrolle. Wir konnten eine Schneise in die Ballen schlagen, sodass wir eine weitere Ausdehnung verhindern können. Das, was sich hinzieht, ist das Ablöschen der Strohballen, weil Wasser in diese Strohballen nicht eindringt und deswegen das Ablöschen sich zeitlich nach hinten verschieben wird. Wir sind mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Potsdam und der Berufsfeuerwehr hier, insgesamt mit 69 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen.